New villages all over Sri Lanka, built with money donated from throughout the world. International relief organizations designed and financed thousands of new houses for homeless coastal dwellers. The aid workers had ambitious goals. They wanted reconstruction to simultaneously improve living conditions. It was hoped that in the new settlements, people would be able to live more securely and enjoy better lives. This was the promise made after the tsunami of 2004. This disaster was the consequence of the third largest earthquake ever recorded. Its epicenter was 85 kilometers off the island of Sumatra. The tsunami waves radiated out from there, bringing death and devastation when they struck land. In Sri Lanka alone, 40,000 people died in the floods. 15,000 were injured and over 500,000 were left homeless. The shocking images of the disaster area triggered an amazing wave of humanitarian support throughout the world. Rekordspenden. Die Glückskette hat bis am Mittag nochmals rund 12 Millionen Franken gesammelt. The willingness to donate was boosted by special broadcasts. Wenn wir jetzt den Kontostand von der Glückskette anschauen, aktuell 90.993.864 Franken. 210.000 haben wir mal als Start hier. Das geben wir mit dazu. Die Telefone klingeln noch immer. Und wir haben jetzt noch den Fernsehabend mit den 9,3, 9,4 Millionen. Und wenn man das zusammenzählt, kommen wir auf deutlich über 100 Millionen Franken. Gebt nicht auf. 100 Millionen ist ja ein unglaubliches Ergebnis insgesamt, was jetzt in der Schweiz ist gesammelt. Aber wir haben natürlich den Ehrgeiz, das noch massiv zu erhöhen. Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in. Der Gesamtkontostand, also was in der Schweiz ist gesammelt wurde für die Aktion, für die Opfer in Südasien, ist 109 Millionen und noch etwas dazu. Ten years after the donation of several billion dollars for reconstruction in Sri Lanka, we want to find out how the population along Sri Lanka's coastline is faring today.